Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Leckerschmecker. Ich glaube, dieses Rezept ist das meist angefragteste auf Instagram gewesen. Unsere heißgeliebte Joghurtkruste. Dieses Brot ist innen so weich, außen ultra knusprig, super schnell und einfach gemacht und es schmeckt der ganzen Familie. Es braucht wirklich nur wenige Zutaten. Welche das sind und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Roggenmehl Typ 1150, frische Hefe, Salz, Naturjoghurt, Zucker, Wasser, Honig, Weizenmehl Typ 550, Balsamico-Essig, hell. Das Wichtigste, was ihr braucht, ist eine ofenfeste Form, auf jeden Fall mit Deckel. Ich bevorzuge die von Tupperware, ihr könnt aber auch einen Edelstahltopf nehmen oder sogar eine Auflaufform. Als erstes wird die Hefe im Wasser aufgelöst, dazu kommt beides in den Mixtopf und wird dann 3 Minuten auf Stufe 1 bei 37 Grad erwärmt. Ihr könnt das Ganze alles auch ohne Thermomix machen. Dann folgen ganz simpel alle weiteren Zutaten wie Weizenmehl. Die genauen Mengenangaben findet ihr in der Infobox. Roggenmehl kommt dazu. Ihr könnt zum Beispiel auch das Weizenmehl ersetzen mit Dinkel Typ 630. Wenn der Joghurt reinkommt, den verrühre ich immer, damit nicht nur das Wasser in dem Teig landet, sondern eben auch schön das Cremige vom Joghurt. Dann Salz, Zucker, Honig, Balsamico und das Ganze wird dann für 4 Minuten auf der Teigknetstufe schön durchgeknetet. Ich habe mir das angewöhnt, dass ich alles, was ich an Teig vorbereite, auch immer im Mixtopf gehen lasse. Da packe ich einfach den Deckel drauf. In diesem Falle kommt entweder in eurem Mixtopf noch ein bisschen Mehl auf den Teig oder alternativ bestäubt ihr eine Schüssel und oben auf den Teig auch. Lasst das Ganze 1,5 Stunden an einem schönen warmen Ort gehen und dann könnt ihr den Teig verarbeiten. Der Teig wird dann einfach auf einer bemehlten Arbeitsfläche gegeben, natürlich mit den weltbesten Küchenhelfern der Kinder. Das ist dann immer der meiste Spaß. Und dann müsst ihr das Ganze einfach nur, der ist anfangs ein bisschen klebrig, schön zu so einem Brotleib formen. Ich nehme mir da immer meist so eine Teigkarte zur Hilfe. Und ihr seht das ja auch, wie ich das Ganze mache. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Jetzt ist es schon fast geschafft, jetzt muss das Brot nur noch eingeschnitten werden. Ein guter Trick meinerseits, feuchtet das Messer immer an, dann funktioniert das einfacher. Und umso strammer ihr den Brotleib vorab formt, umso einfacher ist das Einschneiden und da könnt ihr eurer kreativ freien Lauf lassen. Wichtig, Deckel drauf und dann in den nicht vorgeheizten Ofen bei Ober-Unterhitze 240 Grad für etwa 50 bis 60 Minuten backen. Allerdings 5 Minuten vor Backende müsst ihr den Deckel abnehmen und einfach nur noch bräunen lassen. Das ist von Ofen zu Ofen natürlich unterschiedlich. Immer mal ein Auge drauf werfen. Und jetzt passiert das Schwierigste. Ihr müsst abwarten und das Brot richtig schön auskühlen lassen. Es ist so, so weich von innen. Wie gesagt, jeder in der Familie liebt es. Und dann liegt es an euch, wie ihr euer Brot am liebsten mögt. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Seid ihr der herzhafte Typ oder süß? Nur Frischkäse mit ein bisschen Salz, Gewürze. Da könnt ihr wirklich euch austoben. Lasst es euch schmecken. Schreibt mir, wenn ihr es nachgemacht habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.